Der 10. Spieltag der Bundesliga gegen den FC Köln zu Hause. Das sollte keine so großen Probleme geben. Nochmal ein paar Spielergespräche nach dem Sieg gegen Rom führen. Rehse, unser Ersatzstürmer, der könnte noch ein bisschen stärker werden. Möwald hat gut trainiert. Auch Singh kann auch ein bisschen Gas geben. Robert hat trainiert sensationell, ja. Christian Günther auch sensationell dabei. Und Henrique, super letztes Spiel. Hat in Rom Alarm gemacht. Okay, mehr Spieler gehen nicht. Das ist gut. Mal schnell in die Jugend. Aslan, ja, der ist zu schwach, aber vom Talent her. Der hat keine Zukunft bei uns. Genauso wie Giras. Fliegen raus. Ich kann jetzt natürlich noch Sänger, Nedim und Adewumi rausschmeißen. Um höheres Talent bei der nächsten Scout zu finden. 2 Tagen ist zu weit. Ich glaube, ich wage das einfach mal. Ist jetzt ein bisschen Risiko. Beim Sänger ist er nicht so schlecht. Aber auch hier Kevin. Aber ich will nochmal versuchen, mehr Talent zu kriegen. Gut, in die Mannschaft nochmal reingucken. Michanschuk fällt immer noch aus, ist noch länger verletzt. Bis Winter, bis zum Dezember noch. Singh ist angeschlagen. Besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr, dann darf er in Köln nicht spielen. Aber er sitzt ja auch noch auf der Tribüne, da passt das dann. Gut. Der Ausbau des Jugendzentrums ist abgeschlossen. Gucken wir mal ins Baubudget, das sieht gerade nicht so gut aus. Da können wir nicht viel machen. Muss ich demnächst wieder Geld umlegen in den Budgets, das geht dann aber erst wieder zum nächsten Monat. Ein Jugendspieler wird entdeckt. Hat sich doch gelohnt. Ein junger Stürmer mit Dreier-Talent verstärkt uns. Sehr gut. Reserve hat gewonnen. Neuer Fanartikel, das wird er automatisch machen. Nochmal schnell reingucken in die Infrastruktur. Infrastruktur. Sieht's aus. Geringe Anzahl an Toiletten. Dabei sind das ausreichend. So groß ist das Stadion nicht. Schon seltsam. Preise für die Plätze. Warum sind die so gering? Achso, die Tribüne wird erst fertig. Dann stellen wir die mal neu ein. 40 soll ich für Sitzplätze nehmen. Mal gucken, wie sich das auf die auswirkt. Köln ist schon ausverkauft. Hätte ich früher einstellen müssen hier. Okay, erstes Spiel im ausgebauten Block. Ist ein Lockangebot. Da soll ich auf 11 lassen und hier auf 40 gehen. Ne, da auf 20. Hä? Warum? Sind die besser, die Sitzplätze auf der Spear Sports Tribüne. Gegentribüne 1. Was hat sich jetzt aber verändert? Seitdem es wieder voll ausgebaut ist. Okay, Haupt- und Gegentribüne kosten einfach mehr. Das ist im richtigen Stadion ja auch so. Dann lassen wir das mal so. Schauen wir mal, wie sich das auswirkt. Dann gegen Bayern im Pokal. Kurz danach spielen wir dann schon wieder gegen sie in der Liga. Gut. Nochmal kurz gucken, was der Jugendspieler macht. Der ist noch nicht im Team. Kommt dann wahrscheinlich Anfang der Woche. Gab es noch neue Nachrichten? Datenbank wurde noch aktualisiert. Könnte man nochmal schnell gucken, ob es irgendwelche Spieler gibt, die uns weiterhelfen, aber wir haben nicht mehr viel Geld über.
Bakero kennen wir schon. Joshua King, ja. Füllkrug. Niklas Füllkrug. Könnte man im Hinterkopf behalten. Schießt wohl gut Tore. Ah, geht steil. Als Stürmer habe ich lieber Sturmtank. Gut, auf geht's gegen Köln. Achtung, die sind gefährlich. Das gewinnen wir zweistellig, hundertprozentig. Gefällt mir diesmal nicht wirklich was. Nehmen wir mal, geht's raus und spielt Fußball. Das Stadion ist endlich ausgebaut. Das erste Heimspiel. Wir haben erstmals Logen in der Arena. Auf jeden Fall, Tom, das Stadion erstaunlich gut gefüllt. Die Fans halten ihrer Mannschaft die Treue. Ich hoffe für die Zuschauer, dass die Mannschaft das auch belohnt, indem sie besonders gut spielt. Angriff abgefangen, Promise über links, über rechts. Aber Robert Schul holt den Ball zurück. Griffiths wird da gefoult von Börner. Ja, so ein richtiges Foul war das nicht. Langer Ball zu Kerk. Kerk findet Griffiths. Griffiths allein vom Tor. Und Glanzparade vom Keeper. Schul auf Griffiths. Er wird viel gestoppt. Hat es heute schwer. Durchkommen ist nicht so einfach, aber Robert Schul erobert heute die Bälle. Super Pressing von ihm. Wieder über rechts außen. Die Kölner im Angriff. Tanzen sich dadurch in den Strafraum, aber Günther setzt den mal am Ende. Pedro Henrique wird gefoult. Ein Konter der Kölner, Bittencourt über links. Wird von Toljan abgelaufen, der Ball. Jetzt Pedro Henrique über rechts außen. Kommt leider nicht durch. Wieder der Versuch, über die Außen anzugreifen. Toljan ist da, gerätscht den Ball ins Aus. Kein Problem für Bretlo. Jetzt viel Platz für Pedro Henrique. Griffes mit dem letzten Mann. Der kann ihn leider stoppen. Kerk rutscht noch rein. Aber das war mal ein vielversprechender Angriff. Solche Bälle braucht unser Griffes. Kerk über links außen auf Griffes. Griffes. Ah, zu weit vor. Kommt der Torwart leider raus. Dem hier bei. Super den Ball erobert. Toljan auf Pedro Henrique. Der spielt wieder den Fehlpass. Jetzt ist Toljan abgehängt. Leistner muss rauskommen. Die Grätsche auspacken. Das gibt wohl gelb. Ja. Ich sehe schon Finn Stark auf der Bank grinsen. Das bedeutet, dass er wohl zur Halbzeit reinkommt. Ball rein, aber Schopenhauer haut ihn weg. Griffiths auf dem hier bei, der auf die Außen zu Pedro Henrique verliert schon wieder gegen Plattenhardt den Ball. Jetzt Griffiths über die Außen. Mori versucht hinterher zu kommen, aber in der Mitte steht keiner. Doch, da kommt er angerauscht. Kerk mit dem Kopfball. Oh. Bisher keine eine gute Torchance für Osnabrück. Aber die hat der Torwart sensationell gehalten. Jetzt Griffiths nochmal. Schul auf Griffiths. Griffiths verliert den Ball. Kölner Abwehr steht sensationell da hinten. Leisner zieht dich zurück. Gut gemacht von Pelé. Jetzt werden die Kölner etwas unter Druck gesetzt, können sich aber spielerisch befreien. Börner verliert gegen Leisner den Ball. Wieder ein Foul im Mittelfeld, die unterbinden schnell die Angriffe. Macht Köln richtig gut. Jetzt haben wir Platz für Pedro Henrique auf Griffiths. Und der steht im Abseits. Mal einen genauen Blick drauf werfen. Moment, zu spät abgestellt. Abseits, ja oder nein? Ah, schade.
Hat eine gute Chance. Mal wieder Promise über rechts. Der da scheitert an Robert Schul, wieder gut Ball erobert. Jetzt der Konter über rechts außen. Pedro Henrique, lauf. Lauf, alter Mann, lauf. Spiel rein. Griffiths, Griffiths. Und wieder ist der Torwart da. Aber Pedro Henrique, zweite Chance. An Plattner vorbei. Flanke in den Strafraum. Kerk. Und da ist er nicht drin. Doch, da. Griffiths mit dem Nachköpfer. Was eine Chance. Den ersten Kopfball kann er schon noch abwehren. Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Also der Bauch. Und dann ist Griffiths da. 1-0 für Osnabrück. Bittencourt über links. Toljan ausgetanzt. Aber Schottmauer kann klären. Kehr ganz weit in der eigenen Hälfte. Und Halbzeit. Top-Chancen bisher auf Osnabrücker Seite. Der Abstauber ging dann rein. Leipzig schon 3-0 gegen Hamburg hinten. Leistner mit einem nicht so guten Spiel hat dann sich ein bisschen gesteigert. Aber es ist mir zu gefährlich. Wen könnten wir noch einwechseln? Hier auf der 10 könnten wir noch einen einwechseln. Oder Riese für Griffiths. Wäre auch eine Möglichkeit. Wobei Griffiths in Topform ist. Kann dem hierbei auch 10? Ja, kann er. Dann schauen wir Schul mal und bringen dafür Gießen. Und den letzten Wechsel hebe ich mir auf. Der Jugend ein bisschen Spielpraxis geben hier in der Bundesliga. Toljan. Jetzt hier nicht die gelbe Karte und da muss ich Abwehr jetzt schon bringen. Glück gehabt. Guter Ball in die Mitte. Kerk blockt ihn ab. Börner. Pelé. Schön auf die Außen zu Pedro Henrique. Der hat viel Platz. Núñez kommt nicht hinterher. Jetzt muss er nur noch den Mann in der Mitte finden. Griffiths direkt genommen und zweites Tor im Spiel. 2-0, Leigh Griffiths. Der wird uns nächste Saison sehr fehlen. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich! Super Balleroberung von dem hierbei. Griffiths holt sich den Ball. Spielt Kerk an. Kerk. Ah, leider der Fehlpass. Aber Gießen macht da Druck. Bauer Pressing. Günther. Keine Chance am Pelé vorbeizukommen. Jetzt aber mal über die Außen. Da stand er ganz frei. Modest stand schon einschussbereit. Bittencourt. Gute Chance. Aber Brettlo kommt raus und fischt sich den Ball weg. Dem hierbei auf Pedro Henrique, der auf die Außen zu Griffiths. Kerk läuft rein. Dem hierbei rückt auch nach. Griffiths bringt ihn rein, den Ball. Kerk direkt und drin. Schön gemacht. Kerk in Mittelstürmerposition. 3-0. Was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans noch gewartet. Was für eine Rakete zieht Kerk denn da ab? Der hätte da reinschieben können. Dem hierbei gut den Ball gegen Modest behauptet. Pedro Henrique über die Rechtsaußen wird gefoult. Griffiths bringt den Ball rein. Ja, so bringt das nichts, Griffiths. Da hätte es eine Flanke schlagen müssen. Köln jetzt abgemeldet. Keine Chancen mehr gehabt in der zweiten Hälfte bisher. Griffiths super den Ball geholt. Kerk setzt sich gegen den ersten durch. Gegen den zweiten wird gefoult. Nochmal die Freistoßchance. Vorher wechsle ich ein letztes Mal. Und bringe Nielsen wahrscheinlich. Ja, ja, Henrique braucht eine Pause. Kerk wechselt die Seite.
Griffiths versucht es direkt, da kommt die Ecke. Vor der Wechsel, Nielsen für Pedro Henrique. Der braucht eine kleine Pause. Emir Bay bringt den Ball rein. Leider steht da keiner. Weiß nicht, wo Nielsen sich rumgetrieben hat. Ball zurückerobert, Nielsen auf Kerk. Überladen gerade die rechte Seite, die beiden. Kerk geht am Plattenhardt vorbei. Kerk spielt den Ball rein zu Griffiths. Griffiths direkt und viertes Tor. 4:0, drittes Tor von Griffiths in diesem Spiel. 14. Tor schon im 10. Ligaspiel. Den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Das war schon sein drittes Tor in diesem Spiel. Köln versucht es nochmal. Modest kriegt den Ball, Pelé aber hin stark und Gießen hilft hinten aus. Griffiths setzt sich da durch, spielt super den Ball auf Nielsen auf die Außen. Nielsen setzt sich durch, wird gefoult. Gute Freistoßsituation nochmal. Ich hoffe, Griffiths versucht es nicht direkt. Nein, er spielt die Flanke rein. Wird leider abgeblockt. Aber Günther hat den Ball. Setzt sich durch, Günther. Auf Griffiths. Griffiths. Macht dann noch eins. Nein, Nielsen kriegt den Ball. Nielsen. Pfosten. Drin. 5:0. Harvard Nielsen. Erstklassig. Ein fantastisches Tor. Ja, und das ist Osako kommt. Für die rechte Seite. Griffiths gestoppt. Ah, Pelé holt den Ball zurück. Pelé jetzt weit aufgerückt. Er sollte sich weiter zurückziehen und um Modest kümmern. Da kommt er von hinten schon und klaut ihm den Ball. Nielsen nochmal mit einem Konter. Wird gefoult, aber kein Pfiff. Bittencourt setzt sich gegen Teuern durch. Stark rückt raus. Jetzt Modest. Modest vorbei. Aber Brettloh hält. Noch eine Minute zu spielen. Bitte kein Gegentor mehr, Jungs. Griffiths. Ah, schade. Gegen zwei war es zu schwierig, den Ball zu behaupten. Bittencourt setzt sich nochmal gegen Toljan durch. Ball auf Modest. Nochmal abgeblockt. Gießen mit der Spieleröffnung. Das wäre nochmal ein Konter gewesen. Hat Gießen gut erkannt, dass Nielsen freigelaufen war. Oh, die Trainerbänke, die müssten doch mal erneuert werden. Das sieht ja fürchterlich aus. So alte Parkbänke. Super Spiel von Griffiths. Hamburg hat noch ein Tor geschossen. Bayern nur unentschieden. Dortmund auch. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich auch bei Sebastian Hellmann für seine Kommentare, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Er ist keine Frage, wer Spieler des Spiels wird. Ich glaube, das wird Leigh Griffiths. Ein Tor noch vorbereitet. Dann noch so viel selbst geschossen. Hier super frei gespielt. Und verliert dann leider den Ball. Und da Brettloh mit einer super Tat. Ja, die Offensive hat überzeugt heute. Vor allem Leigh Griffiths. Aber hat Nielsen nach der Einwechslung auch nochmal ein Tor gemacht. Gutes Spiel. Marvin Plattner hat mir sehr gefallen. Kann ich leider nicht kaufen. Da war noch klar überlegen. Haben kaum 10 Stärkepunkte nur verloren. Köln auch, aber die sind auch schon von weniger gestartet. 7 Schüsse aufs Tor. Davon 5 drin, das ist super. Zielsicher. Ja, noch keine Niederlage in dieser Saison. Schon 3 Punkte Vorsprung auf die Bayern, die uns ja im Pokal besiegt hatten. Kerim Demir Bay, super Verstärkung, jetzt schon Stärke 80, aber wahrscheinlich durch starke Moral. Ja, und hohe Form. 76 ist er normalerweise. Aber der Kauf hat sich wirklich gelohnt. Auch wenn dafür Gießen und auch Stark jetzt erstmal Ersatzspieler wir sind. Der Torwart hat sich auch sehr gelohnt. Sehr zuverlässig, Chabot.
wechselt sich mit unserem Brettlo ab, aber wenn ich hier sehe, Erfahrungspunkte sind nicht mehr so viele, dann wird Chabot besser sein und wohl Stammkeeper werden. Miranchuk hat sich leider schwer verletzt, wäre sonst auch eine super Verstärkung gewesen. Teuerster Neuzugang in der Clubgeschichte. Fällt leider die ganze Hinrunde aus. Ja, Rese war als Ersatz gedacht, als Ergänzungsspieler, deswegen nur Mitläufer. Fällt immer noch mit dem gebrochenen Arm. 5 Wochen aus. Mannschaft der Woche natürlich Pelé und Leigh Griffiths. Pelé hat da wieder gut abgeräumt. Zweite Mannschaft hat 104.000 eingenommen. Fernsehgelder und Sponsorenzahlungen für die nächste Pokalrunde. Und die spielen jetzt gegen Fortuna Düsseldorf, die zweite Mannschaft. Sponsor ist sehr zufrieden für die Freikarten. Gut, das nächste Spiel dann gegen Bayern zu Hause. Das ist, meine ich, das Pokalspiel, ja. Gucken wir mal, ob wir da gegen den Pokalsieger bestehen können.